Was würdet ihr tun, wenn ihr kein Problem hättet und alles gut laufen würde? Nun, tut genau das. Denn euer Problem ist dabei, sich zu erledigen. Danke, dass ihr heute bei Das Leben genießen dabei seid. Es ist immer mein Wunsch, dass ihr euch, nachdem ihr mir diese 30 Minuten zugehört habt, besser fühlt als vorher. Gottes Wort hat Kraft. Es hat die Fähigkeit, euch zu beruhigen, euch aufzumuntern, euch Hoffnung zu geben und euren Glauben zu stärken. Ich glaube, dass Gott einige Dinge durch mich sagen wird, die euch helfen werden. Wir wollen uns mit dem Thema Sorgen und Ängste beschäftigen. Ich frage mich, ob mir heute jemand zusieht, der sich über irgendetwas Sorgen macht. Sorgen sind ein großes Problem, nicht wahr? Tatsächlich halten manche Menschen es für ihre Pflicht, sich Sorgen zu machen. Sie haben zum Beispiel das Gefühl, dass sie keine guten Eltern sind, wenn sie sich keine Sorgen um ihre Kinder machen. Doch Sorgen haben noch nie etwas genützt. Sorgen haben keine Vorteile. Sie sind nutzlos. Ich benutze gerne den Schaukelstuhl als Beispiel. Man kann den ganzen Tag im Schaukelstuhl sitzen und sich hin und her bewegen. Das hält einen auf Trab, aber man kommt nicht weiter. Dasselbe gilt für Sorgen. Ihr könnt euch den ganzen Tag lang sorgen. Ihr könnt nachts wach liegen und euch sorgen. Ihr könnt euch eine Woche oder einen Monat lang Sorgen machen, ohne dass es etwas nützt. Stattdessen wird es euch schaden. Ihr verschwendet nur eure Zeit und Kraft. Vielleicht sagt ihr, ich kann nicht anders. Aber so sollten wir nicht denken. Die Bibel sagt uns, dass wir es nicht tun sollen. Und deshalb gibt es auch einen Weg, es nicht zu tun. Ich glaube, damit wir uns keine Sorgen machen, brauchen wir einen starken Glauben an die Kraft des Gebets. Ich bin schon lange Christin und lehre seit vielen Jahren die Bibel. Doch in den letzten 3 Jahren hat mein Glaube an die Kraft des Gebets noch sehr zugenommen. Wir sollten mehr darauf achten, wie Gott unsere Gebete beantwortet. Manchmal beten wir für etwas und Gott beantwortet unser Gebet 6 Monate oder 1 Jahr später. Oft erinnern wir uns gar nicht mehr daran, dass wir dafür gebetet haben und geben ihm auch nicht die Ehre dafür. Wenn es euch hilft, führt ein Gebetstagebuch. Schreibt euch auf, welche eurer Gebete Gott beantwortet und was er für euch tut. E. Stanley Jones sagte, Sorgen sind die Zinsen, die wir für die Schwierigkeiten von morgen bezahlen. Eine Definition von Sorgen lautet, sich selbst mit beunruhigenden Gedanken quälen. Wow, wer will sich denn selbst quälen? Der Teufel versucht schon alles, um euch zu quälen. Ihr müsst ihm nicht noch helfen, indem ihr euch Sorgen macht. Sich unwohl fühlen, ängstlich oder aufgewühlt sein. Sich mit Ärgernissen, Sorgen und Ängsten herumquälen. Sorge ist Selbstquälerei. Doch Gottes Wille für euch ist Frieden. Oh, ich liebe den Frieden. Heute ist eines meiner größten Ziele im Leben, jeden Tag friedlich zu verbringen. Und wenn Probleme auftauchen oder etwas passiert, das mir Sorgen bereiten könnte, entscheide ich mich dafür, innerlich friedlich zu bleiben. Friede ist etwas Wunderbares. In Kolosser 3, Vers 15 heißt es in der Amplified-Bibel, lasst den Frieden des Christus in euren Herzen regieren und beständig als Schiedsrichter agieren. Wir alle wissen, was ein Schiedsrichter tut. Er entscheidet, ob der Ball drin oder draußen war. Das beinhaltet eine wichtige Lektion, denn im Wesentlichen bedeutet das, wenn ihr bei etwas keinen Frieden habt, dann tut es nicht. Oder wenn euch das, was ihr tut, keinen Frieden bringt, hört damit auf. Wenn ihr euch mit einer Person streitet und ihr beide aufgebracht seid und keinen Frieden habt, ist das nicht der richtige Weg. So werdet ihr das Problem nicht lösen. Vielleicht trefft ihr eine Entscheidung für etwas, das ihr unbedingt tun wollt, aber tief in eurem Inneren habt ihr keinen Frieden darüber, ohne zu wissen, warum. Dann solltet ihr es besser nicht tun. Ich wurde in meiner Kindheit von meinem Vater sexuell, verbal und auf jede andere erdenkliche Weise missbraucht. Dann heiratete ich den ersten Mann, der Interesse an mir zeigte, weil ich glaubte, dass mich sonst niemand würde haben wollen. Damals war ich gerade mal 18 und er 19.
Tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich einen Fehler machte. Aber ich war verzweifelt. Ich hatte Angst, dass mich kein anderer Mann würde haben wollen. Und verzweifelte Menschen handeln aus ihrer Verzweiflung heraus. Tut nichts, worüber ihr keinen Frieden habt. Mit meiner Ehe begann damals ein 5-jähriger Albtraum. Mein Mann hatte Affären mit anderen Frauen, er arbeitete nicht, er war ein Dieb und er bestahl auch mich. Schließlich landete er im Gefängnis und ich reichte die Scheidung ein. Dann schickte Gott mir Dave, mit dem ich jetzt seit 54 Jahren verheiratet bin. Was für ein Unterschied! Wenn ihr mit der richtigen Person zusammen seid, kann es wunderbar sein. Doch wenn es die falsche ist, kann daraus ein Albtraum werden. Deshalb bindet euch nicht aus Verzweiflung an die nächstbeste Person, nur um nicht allein zu sein. Wartet, bis Gott den richtigen Menschen in euer Leben bringt. Nun hört euch das an. Seid friedlich und seid dankbar. Wow. Gestern hörte ich mir einen Vortrag an. Und dort wurde gesagt, Dankbarkeit ist das kurzlebigste aller Gefühle. Das fand ich interessant. Wir sollten viel dankbarer sein. In der Bibel werden wir oft zur Dankbarkeit aufgefordert. Und hier heißt es, lasst den Frieden des Christus in euren Herzen regieren und beständig als Schiedsrichter agieren. Und seid dankbar. Lobt Gott alle Zeit. Es ist erstaunlich, wie Dankbarkeit das Leben verändern kann. Ihr denkt vielleicht an alles, was ihr nicht habt. Aber wie wäre es, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt und für das dankt, was ihr habt? Schon bald werdet ihr begeistert sein, weil ihr erkennt, wie gesegnet ihr seid. Wisst ihr, Jesus hat uns ein wunderbares Geschenk hinterlassen. Er gab uns seinen Frieden. Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Er überträgt uns die Verantwortung. In der Amplified-Bibel heißt es außerdem, lasst euch nicht mehr aus der Ruhe bringen oder beunruhigen. Der beste Zeitpunkt, um damit aufzuhören, sich Sorgen zu machen, ist der Moment, in dem ihr anfangt, euch Sorgen zu machen. Der beste Zeitpunkt, um sich zu beruhigen, ist der Moment, in dem ihr anfangt, euch aufzuregen. Der beste Zeitpunkt, jemandem zu vergeben, der euch verletzt hat, ist der Moment, in dem ihr anfangt, euch über ihn zu ärgern. Je länger ihr zulasst, dass diese negativen Gefühle in eurer Seele Wurzeln schlagen, umso schwieriger wird es, sie wieder loszuwerden. Widersteht dem Teufel durch euren festen Glauben, heißt es in 1. Petrus. Lasst euch nicht mehr aus der Ruhe bringen oder beunruhigen und lasst nicht zu, dass ihr ängstlich, eingeschüchtert, feige und unruhig werdet. Vielleicht sagt ihr, Joyce, ich kann nicht anders, ich mache mir halt Sorgen, meine Mutter war auch so. Sagt das nicht. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid voll der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus lebt in euch. Lasst euch nicht von Sorgen vereinnahmen. Ihr seid ein wunderbares Kunstwerk, das Gott eigenhändig erschaffen hat. Und sein Plan für euch ist gut. Ich mag Philipper 4, Verse 6 und 7. Sie gehören zu meinen Lieblingsversen. Ich konzentriere mich auf sie, wenn ich anfange, mir Sorgen zu machen. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Wie werdet ihr eure Sorgen los? Betet und gebt sie im Glauben an Gott ab. Ihr könnt sie nicht gleichzeitig an Gott abgeben und sie behalten. Entweder ihr gebt sie ab oder ihr behaltet sie. Ihr gebt sie also im Gebet an Gott ab und sagt, Gott, ich vertraue dir, dass du etwas tust. Und dankt ihm. Da ist sie wieder, die Dankbarkeit. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass wir dankbar sein sollen. Wofür könnt ihr heute dankbar sein? Ich danke Gott morgens oft einfach dafür, dass ich gehen und reden, sehen und hören kann. Oder ich danke ihm, dass ich fließendes Wasser im Haus habe, warm und kalt und sauber. Ich liebe es, morgens eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich danke Gott für meinen Kaffee. Es gibt so viele Dinge, für die ihr Gott danken könnt. Ganz gleich, wie schlimm eure Situation ist, sie könnte noch viel schlimmer sein.
Vielleicht denkt ihr, dass niemand es so schwer hat wie ihr. Aber es gibt Menschen auf der Welt, denen es viel schlechter geht als euch. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. In Bibelzeiten begrüßten sich die Menschen oft mit den Worten: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott. Meiner Meinung nach wäre es schön, wenn wir das heute auch noch sagen würden, statt Hey, ho! Ho! Wie geht's? Und natürlich sagen wir daraufhin gut, ob das nun stimmt oder nicht. Sie sagten, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr müsst die Gnade verstehen, wenn ihr jemals Frieden haben wollt. Denn Gnade bedeutet, dass Gott für euch tut, was ihr selbst nicht tun könnt. Gnade ist die Kraft Gottes sowie unverdiente Gunst. Sie ist Gottes Reichtum auf Kosten von Jesus Christus. Gnade ist unfassbar, ihr könnt sie nicht verstehen. Wo viel Sünde ist, da ist noch mehr Gnade. Wir können keinen Frieden haben, wenn wir Gottes Charakter nicht verstehen. Lasst uns ein wenig über Gottes Charakter sprechen. Das ist eine kleine Checkliste. Die Frage ist, ob ihr euch dieser Dinge bewusst seid oder ob ihr davon überzeugt seid. Zunächst einmal, Gott ist gut. Immer. Nicht nur manchmal. Selbst wenn ich das größte Problem habe, das ich haben könnte, verändert das Gott nicht. Gott ist immer noch gut. Gott ist treu. Er tut das, was er zugesagt hat. Er kann nicht lügen. Er hält sein Wort immer. Gott ist gerecht und das begeistert mich. Ich liebe die Gerechtigkeit Gottes. Das bedeutet, dass er Falsches richtig stellt. Vielleicht lässt er sich etwas mehr Zeit, als euch lieb ist. Das tut er nicht, weil er es nicht schneller tun könnte, sondern weil er bestimmte Gründe für seinen Zeitplan hat. Und ich kann euch sagen, mir ist in den frühen Jahren meines Lebens viel Ungerechtigkeit widerfahren. Aber Gott hat mich für alles entschädigt. Er hat alles ins Gegenteil verkehrt und Gerechtigkeit in mein Leben gebracht. Wow! Gott kennt und sieht eure Situation. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass Gott euch vergessen hat. Aber ich kann euch versichern, dass das nicht der Fall ist. Und wahrscheinlich beten einige Menschen für euch, die ihr nicht einmal kennt. Gott ist Liebe. Und wisst ihr was? Er liebt euch. Gott ist immer überall. Und er ist von eurer Situation nicht überrascht. Er wusste davon, bevor sie eintrat, und er hat den Ausweg bereits geplant. Wir empfangen Gnade nur durch Glauben. Und Sorge ist kein Glaube. Sorge ist unsere Herangehensweise, der Versuch, das zu tun, was nur Gott tun kann. Lasst mich das noch einmal sagen. Sorge ist unsere Herangehensweise, der Versuch, das zu tun, was nur Gott tun kann. Ihr könnt die Lösung für euer Problem nicht finden. Es ist nicht falsch, eine Situation vor Gott abzuwägen und mit ihm darüber zu reden. Gott, gibt es etwas, das ich tun kann? Willst du mir etwas zeigen? Kann ich irgendetwas tun, um die Situation zu verändern? Vielleicht habt ihr einen Konflikt mit einer anderen Person. Dann könnt ihr mit Gott darüber reden. Vielleicht fordert er euch auf, euch bei dieser Person zu entschuldigen. Doch ihr glaubt nicht, dass ihr etwas falsch gemacht habt und wollt es nicht tun. Aber Gott sagt nein. Sei der Großmütigere von euch beiden, geh hin und entschuldige dich. Ihr könnt euer Problem lösen, indem ihr bereit seid, euch ein wenig zu demütigen und das zu tun, was Gott euch aufträgt. Es ist nicht falsch, vor Gott über Dinge nachzudenken und ihn zu fragen, ob es etwas gibt, das ihr tun sollt. Aber wenn ihr keine Antwort bekommt, gebt das Problem an Gott ab. Werft eure Sorgen auf ihn und, was ich gleich sagen werde, wird euch schockieren. Und dann macht einfach weiter und genießt euren Tag. Oh! Joyce, das kann ich nicht tun, ich habe doch ein Problem. Nein, ihr habt kein Problem mehr, wenn ihr es an Gott abgegeben habt. Jetzt hat er das Problem. Natürlich ist mir klar, dass ihr immer noch mit Situationen und Umständen zurechtkommen müsst. Wenn ihr ein Kind habt, das euch Ärger macht, müsst ihr euch trotzdem damit auseinandersetzen. Aber solange ihr an Gott glaubt, arbeitet er an eurem Problem und eurer Situation.
Sorgen sind die Frucht von Stolz. Im Grunde bringt man durch Sorgen zum Ausdruck, wenn ich mich gedanklich lange genug damit beschäftige, kann ich eine Lösung finden. Wenn ich mir lange genug Sorgen mache, kann ich mein Problem lösen. Lasst mich wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ihr könnt euer Problem an Gott abgeben und dann weitermachen und euer Leben genießen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn der Teufel euch Probleme bereitet, versucht er in Wirklichkeit, euch eure Freude zu rauben. Denn es ist eure Freude, die euch stark macht. 1. Petrus 5, Vers 6 steht, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Glaubt nicht, dass ihr euer Problem lösen könnt. Ich habe festgestellt, dass ich nicht klug genug bin, mein Leben selbst zu führen. Ja, ich sagte, ich bin nicht klug genug, um mein Leben selbst zu führen. Im Ernst, ich weiß nicht, wie oft ich Gott jeden Tag um seine Hilfe bitte. Damit fange ich schon an, bevor meine Füße den Boden berühren. Gott, hilf mir. Manchmal weiß ich noch nicht einmal, wobei ich Hilfe brauche, aber ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Ich weiß, wenn Gott mir nicht hilft, werde ich das Falsche sagen und in Schwierigkeiten geraten. Wenn Gott mir nicht hilft, werde ich der Versuchung nachgeben und in Sünde fallen. Ich brauche Gottes Hilfe genauso wie ihr. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Wie demütigt ihr euch? Indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Übernehmt Verantwortung, aber werft eure Sorgen auf ihn. Die meisten Menschen halten an ihren Sorgen fest und kommen ihrer Verantwortung nicht nach. In Epheser 6 ist die Rede von Schwierigkeiten und Angriffen. Da heißt es, ihr werdet dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen. Wenn es etwas gibt, das ihr tun könnt, dann tut es. Aber manchmal könnt ihr nichts tun. Der Teufel wird dann dafür sorgen, dass ein Dämon auf eurer Schulter sitzt und euch zuflüstert, was wirst du tun, was wirst du tun, was wirst du tun? Nun, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, sagt einfach, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber Gott weiß es. Ich werde Gott loben. Ich werde weiterhin geben und andere segnen. Wisst ihr, wie ihr den Teufel ärgern könnt? Indem ihr, während ihr ein großes Problem habt, jemand anderem etwas Gutes tut. Ich sage das noch einmal, indem ihr, während ihr ein großes Problem habt, jemand anderem etwas Gutes tut. Findet etwas, das ihr verschenken könnt. Überlegt euch, wie ihr einer anderen Person eine Freude machen könnt. Warum solltet ihr das tun? Weil in Römer 12, Vers 21 steht, dass wir das Böse durch das Gute überwinden. Ich mag diesen Vers. Wenn sich das Böse in euer Leben schleicht, tut jemand anderem etwas Gutes. Psalm 37, Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Vertraut nicht nur auf Gott, sondern tut auch Gutes. Tut das Richtige. Glaube betet. Glaube macht sich keine Sorgen. Glaube betet. Und was solltet ihr tun, wenn ihr gebetet habt und darauf wartet, dass Gott wirkt? Was solltet ihr dann tun? Nun, Nummer 1. Sprecht Gutes aus. Das bedeutet, sagt das, was die Bibel sagt und nicht das, was die Gesellschaft sagt. Betet nicht für etwas und sagt dann das Gegenteil. Bleibt zuversichtlich und fangt gar nicht erst an, euch zu beklagen. Was für ein Wunder wäre es, wenn wir uns nur einen Tag lang nicht beklagen würden. Fangt nicht an zu meckern, zu jammern und zu klagen. Dadurch öffnet ihr dem Teufel eine Tür. Lasst euch nicht entmutigen und deprimieren, sondern haltet an eurer Freude fest. Und noch ein wichtiger Punkt. Werdet nicht wütend auf Menschen, die keine Probleme haben. Das ist so schwer. Warum habe ich ständig Probleme, während du nie ein Problem zu haben scheinst? Freut euch für diese Menschen. Danke Gott, dass mein Freund John kein Problem hat, auch wenn ich ein Problem habe. Danke, dass meine Schwester kein Problem hat. Seid nicht neidisch auf Menschen, die keine schwere Zeit durchmachen, nur weil das bei euch der Fall ist. Haltet alle eure Versprechen.
Wenn wir wütend sind, wollen wir am liebsten nach Hause gehen, uns bemitleiden, uns zurückziehen, nicht mehr in die Kirche gehen und unseren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Ich werde diesen Sonntag nicht im Kinderdienst helfen. Ich habe es zwar versprochen, aber jetzt habe ich ein Problem. Nun, das ist nicht das Verhalten, das Gott bei uns sehen will. Er will, dass wir unsere Versprechen halten. Was sollten wir tun, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen? Tut, was ihr tun würdet, wenn ihr kein Problem hättet. Das gefällt mir. Was würdet ihr tun, wenn ihr kein Problem hättet und alles gut laufen würde? Nun, tut genau das. Denn euer Problem ist dabei, sich zu erledigen. Ihr könnt bereits anfangen, euch von ihm zu verabschieden. Tschüss, Problem! Gott ist auf eurer Seite. Während ihr auf Gott wartet, solltet ihr regelmäßig eurem Vertrauen Ausdruck verleihen. Sagt Gott, ich vertraue dir. Geht durch euer Haus und sagt Gott, ich vertraue dir. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich weiß, dass du an meinem Problem arbeitest. Psalm 91, Verse 1 und 2. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Nun hört euch das an. Der spricht zu dem Herrn, was sagt ihr über Gott? Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Das begeistert mich. Einen Punkt habe ich heute Morgen noch hinzugefügt. Seid bereit zu warten. Wir mögen das Warten nicht, stimmt's? Ich gehöre zu den Menschen, die etwas erledigen und dann weitermachen wollen. Unser Fernseher zu Hause hat ein paar merkwürdige Probleme. Manchmal, wenn man ihn ausmacht, schaltet er sich von selbst wieder ein. Man muss den Einschaltknopf drücken, damit er ausgeht, und den Ausschaltknopf, damit er angeht. Mich frustriert das. Dave sagt mir immer, du musst die Fernbedienung in Richtung des Fernsehers halten, den Ausschaltknopf drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Aus irgendeinem Grund funktioniert der Fernseher nicht richtig, aber Dave hat einen Weg gefunden, wie es trotzdem klappt. Gestern Abend habe ich den Knopf nicht lange genug gedrückt. Und wahrscheinlich hielt ich die Fernbedienung in die Luft. Und Dave sagte, du darfst die Fernbedienung nicht in die Luft halten, richte sie auf den Fernseher und warte 10 Sekunden. Es ist erstaunlich, wie schwer es sein kann, auch nur 10 Sekunden zu warten. Ihr müsst bereit sein zu warten, wenn ihr eure Probleme an Gott abgebt. Sein Zeitplan ist nicht euer Zeitplan. Sorgen berauben euch eurer Kraft und somit der Gnade, die Gott euch für den heutigen Tag schenkt. Sorgen drehen sich immer um die Vergangenheit oder die Zukunft. Ihr verschwendet den heutigen Tag damit, euch um gestern oder morgen Sorgen zu machen. Gott gefällt beides nicht. Er möchte, dass ihr den heutigen Tag genießt und einen Tag nach dem anderen lebt. Wir wissen so wenig. Wir vertrauen Gott für ein langes Leben, aber was ist, wenn heute mein letzter Tag ist? Was ist, wenn Gott mich heute Nacht zu sich nach Hause holt? Ich möchte meinen letzten Tag nicht damit verbringen, mir Sorgen zu machen. In Matthäus 6, Vers 34 heißt es, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Oh, ich wünschte, das würde da nicht stehen. Ich möchte lieber nicht damit rechnen müssen, dass, wenn ich den heutigen Tag bewältigt habe, morgen vielleicht neue Probleme auf mich warten. Aber wisst ihr was? Der Teufel existiert und treibt sein Unwesen auf dieser Erde. Und er liebt es, Menschen in Schwierigkeiten zu bringen. Doch wenn wir wirklich auf Gott vertrauen, nehmen wir diese Dinge gar nicht zur Kenntnis. Denn Gott ist gut und er sorgt für Antworten und Lösungen in unserem Leben. Es macht Spaß, zuzusehen, wie er handelt. Das ist einfach wunderbar. Sorgen führen oft zu Krankheiten, Geschwüren, Darmproblemen, Kopfschmerzen, nervösen Spannungen, Reizbarkeit und sogar Krebs. Sorgen machen Gebete zunichte. Wenn ich für etwas bete und mir danach immer noch Sorgen mache, macht das mein Gebet zunichte. Das Gebet sagt, Gott, ich vertraue dir. Und die Sorge sagt, Gott, ich vertraue dir nicht. Sorgen ersticken Gottes Wort und verhindern so, dass es Frucht bringt, wie es in Matthäus 13 heißt.
Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Sorgen können dazu führen, dass uns die wichtigen Dinge, die um uns herum passieren, entgehen. Dinge, derer wir uns bewusst sein und die wir sehen und zur Kenntnis nehmen sollten. Gott möchte euch von Sorgen befreien. Danke, dass ihr heute dabei wart. Gott segne euch. Wir lieben euch. Gott liebt euch und es wird euch etwas Gutes widerfahren. Das Joyce Meyer Team freut sich, von Ihnen zu hören. Rufen Sie uns gerne an. Hinter mir sehen Sie Fahnen an den Häusern. Wenn ein Mädchen die Pubertät erreicht und Kinder bekommen kann, wird diese Fahne an ihrem Haus aufgestellt. Wenn die Mädchen geschlechtsreif sind, werden sie aus der Schule genommen. Ihre Eltern bringen ihnen dann verschiedene Dinge bei, was man als Hausfrau wissen muss und wie man einen Mann zufriedenstellt. Auch auf sexueller Ebene. Wir tun alles, was wir können, um den Menschen hier zu zeigen, welchen Wert Mädchen haben. Das ist der Schlüssel zur Veränderung. Aus diesem Grund haben wir in Sambia 3 Imagine Hope Frauenhäuser gegründet. Die Mädchen können 6 Monate hier leben. Wir zeigen ihnen, welchen Wert sie in Jesus Christus haben und wie sehr er sie liebt. Gleichzeitig bringen wir ihnen auch grundlegende Fertigkeiten bei, wie zum Beispiel das Herstellen von Schmuck, sodass sie Geld verdienen können, um ihre Familien zu unterstützen. Wir sollten denen geben, die uns nichts zurückgeben können. Ich denke, das ist genau das, was Hand of Hope tut. Wenn Ihr Tag nicht so läuft wie geplant, geben Sie nicht auf. Es ist an der Zeit, dass Sie in Ihrem Leben wieder mehr Freude, Zufriedenheit und Begeisterung empfinden. Bestellen Sie jetzt 20 Tipps für einen glücklichen Tag von Joyce Meyer. Telefonisch unter 040 88 88 411 11 oder im Internet unter joyce-meyer.de/20-tipps. Ganz gleich, ob Sie Ihre Schulden loswerden möchten, an einer Beziehung arbeiten oder nochmal studieren wollen, Sie haben nur ein Leben. Was fangen Sie mit Ihrem an? Es ist an der Zeit, zielgerichtet zu leben. Mit meinem Buch Der Tag gehört dir finden Sie heraus, wie das geht. Lassen Sie Ihr Leben nicht einfach vorbeirauschen. Packen Sie es aktiv an. Bestellen Sie Der Tag gehört dir im Internet unter joyce-meyer.de/dein-tag. Oder rufen Sie an 040 88 88 411 11.